Willkommen zurück in Anakin Skywalkers persönlicher Hölle. Und damit auch zu der heutigen Folge werden wir Kronstöckel finden. So werde ich sie nicht nennen, aber das ist der thematische, das Thema der Folge. So trifft es das am besten. So, ist da unten irgendwas? Sieht nicht danach aus, um ehrlich zu sein. Irgendwie laden die Texturen hier. Ach nee, die ändern sich hier nur drastisch. Okay. Nee, Eckhart. Da ist nix. Dann gehen wir da hinten in die Höhle. Das ist zumindest das einzige hier, was interessant aussieht. Okay, Lurker. Sind schon mal leichtere Gegner, als ich erwartet hätte. Ich hätte jetzt eigentlich Untote oder Minecrawler erwartet. Oder Suncrawler, wie auch immer. Okay, die sieht der anderen Höhle, in der ich war, sehr ähnlich. Mit den Minecrawlern, wo ich mit Nefarius drin war. Okay. Blödes Viech. Da! Da! Scheint es aber gewesen zu seinen Gegnern. Scheint es auch gewesen zu sein mit der Höhle. Hier scheint gar nichts drin zu sein. Naja. It is what it is. Weiter geht's. Das ist aber das, was ich meinte mit. Hier ist jetzt zwar eine Höhle, aber in der Höhle ist halt Gümmelkack drin. Wobei selbst Gümmelkack wäre zu viel. Es ist einfach gar nichts drin. Hi. Gott, sind das viele Speicher, lieber. Da! Da! Oh! Da! Da! Morgentau. Feuernessel. Oh. Seltsamer Pilz. Na gut, jetzt sind wir gleich wieder auf der anderen Seite, wo ich erstmal umgedreht bin. Irgendwie lustig, dass manche Schakale was droppen und manche nicht. Weil ich hatte jetzt auch schon Schakale, die ich gar nicht looten konnte. Manche Schakale haben einfach keine Zähne mehr. Da oben ist auch nichts, oder? Ich meine, das war ja der Weg, den ich vorhin gegangen bin, um zu gucken. Aber da dürfte nichts sein.
Feuergolem. Ja. Da! Oh, da ist noch eine Höhle da hinten. Dann gehen wir doch da gleich als nächstes hin. Es könnten aber bestimmt wieder Nomaden sein, so nah wie das an Ishtar ist. Oh, da ist ein Anführerwolf dabei. Peng! So, wollte sie nur anlocken. Rudelführer, ja. Da war ja nichts, ne? Also von oben sah es zumindest so aus, als wäre da nichts. Aber es kann ja sein, dass die Render Distance reingeschissen hat. Oh ne, ich dachte ganz kurz ein Kronstöckler, aber es war eine Flammenbeere. Das Spiel hat mir mein Herz gebrochen. Mein kleines, sich nach Kronstöckel verzehrendes Herz. Na gut, keine Nomaden. Da, da, go. Da. Vielleicht haben wir aber mal wieder eine Truhe. Also eine Truhe hatten wir jetzt auch schon sehr lange gar keine mehr. Oh, wow. Sogar eine schwere Truhe. Okay, cool. Erz-Zweihänder. Leute, Leute, es fängt an. Habe ich bei der letzten Waffe schon gesagt. Die hat, glaube ich, sogar mehr Schaden gemacht. Wie sieht denn das Ding aus? Schamanenstab. Wo ist es denn? Bin ich blind? Ah. Ja, ja. Ja, ist schick. Ist auch sehr lang, aber das Ding macht halt einfach mehr Schaden. Ein gutes Stück noch mehr. Wobei die Länge halt auch wieder carryen könnte, ne? Müsst halt mal ausprobieren. Felsnessel. Ach komm schon, Spiel, gib mir noch Kronstöckel. Wenn ich sie sowieso diesen blöden Ork reindrücken muss. Oder wahrscheinlich tun werde. Müssen tue ich gar nichts. Assassine. Kaffa, der hat sogar einen Namen. Ah, okay. Taschendiebstahl. Mehr kann ich nicht machen. Aber dann mache ich wenigstens das. Nice. Vielleicht hat der später noch eine Quest oder sowas. Oder das ist einer der Typen, den ich töten soll für Nomaden. Wie weit ich mittlerweile von Prager weg bin. Aber es hat sich gelohnt. Wir haben jetzt im Endeffekt das hier alles erforscht und ich weiß, ich muss hier nicht mehr hin. Hier im inneren Bereich ist nur ein bisschen was. Hier war ich ja auch. Also da haben wir viel weg.
hier wieder auch keiner mit? Oh. Giacomo! Willkommen an den Brunnen von Ishtar. Ich bin Giacomo. Wenn du Wasser kaufen willst, bin ich dein Mann. Zeig mir deine Ware. Ein Topf, den kann ich ja schon. Hier kann man auf jeden Fall jede Menge Hämmer kaufen. Irgendwie haben die alle einen Namen, aber das war's auch schon. Die Frage ist, laufe ich jetzt zurück oder teleportiere ich mich zurück? Weil ich könnte jetzt auf dem Rückweg das, was ich quasi nicht gemacht habe, auch noch erforschen. Und dann habe ich das wirklich komplett weg hier. An der Felswand kann man doch bestimmt irgendwo rein. Wow. Also heute habe ich es echt. Ich predikte noch mehr. Da ist eine schwere Truhe drin. Wahrscheinlich ist jetzt gar keine Truhe drin. Ja, ist gar keine drin. Es war einfach nur ein Zuhause von einem einsamen Feuerwaran. Ein Feuerwaran ohne Freunde. Ja, ist nichts. Na gut. Ich habe ja wenigstens mal wieder eine schwere Truhe gefunden. Das freut mich ja schon mal. Aber das zeigt halt, dass wir solche Felsformationen oder Bergabhänge oder was auch immer, wie man auch immer das genau nennen will, genau untersuchen müssen. Das kann jedes Mal was sein. Ja, das Snappergrad habe ich jetzt zum Beispiel gar nicht gesehen. Bis ich genau davor stand. Müsste ich aber doch bald wieder ein Level abhaben, oder? Nee. Ja, die Gegner hier geben einfach zu wenig Erfahrung. Ich kill zwar jede Menge, aber 50 EP ist halt gar nichts. Gar nichts mehr. Mittlerweile ist meine Ausdauerleiste die ganze Zeit leer. Plot Twist, die Ausdauer regeneriert sich jetzt sogar langsamer. Okay, da kann man nicht mehr rein. Dann, beschleunigen wir das ein bisschen. Da war ich ja, wenn ich mich nicht irre. Hier. Ja, da war das mit dem Feuergolem. Da war ich auch. Diese Formation da habe ich bestimmt auch inspiziert. Das heißt, wir können weiter ins Landesinnere. Hier war ich dann noch nicht. Treibsand, so wie das ausschaut. Oh, da ist ein Feuer. Aber das sieht mir jetzt wieder nach Räubern aus hier.
Nicht nach Nomaden oder Assassinen. Diese neue Rüstung und kann sie nicht mal anziehen. Stört mich. Oger, okay. Das Spiel wieder. Wow. Da! 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 Oh. Bei denen ist halt das Problem, wenn es zu viele sind, kann ich es knicken. Oh oh. Ja, da guckt so blöd, hä? Jetzt auch einen Schluck. Okay, das sieht irgendwie schmerzhaft aus, vor allem mit dem Gesichtsausdruck von dem. Dämonenpilz. Aber keine Truhe. Schade, schade, schade. Bei sowas könnte halt tatsächlich immer ein Kronstöckel sein, bei solchen kleinen Busch-Aneinanderreihungen. Okay, dann ist der nächste Schritt das da vorne, oder habe ich das tatsächlich auch schon? Sandcrawler? Die halt die Minecrawler-Zangen nicht droppen, ist seltsam. Sind, ist das echt blöd, weil die haben zu viel Reichweite. Okay, das ist schon mal nice. Das ist nicht nice, dass der mit dem Mehrleben sich jetzt vor den stellt. Ich komme nicht mehr durch. Aber zum Glück konnte ich es jetzt so machen. Surprised Ogre Face. Der hat nicht gecheckt, was gerade passiert ist. Sind diese Kaktusblüten eigentlich für irgendwas gut? Für irgendeine Quest? Oder kann man damit irgendwas machen? Also herstellen? Ich finde ja generell mit den Professionen, Berufen, wie auch immer,
haben sie sich hier nicht mit Ruhm bekleckert. Es gibt zu wenig zu tun in den Berufen. Kannst irgendwie nicht genug machen. Bei der Alchemie gibt es halt diese Verwandlungstränke, die irgendwie relativ useless sind. Mana- und Heiltränke sind Standard, also das zähle ich eigentlich nicht dazu. Und die permanenten Tränke gab es vorher auch schon. Also da hätte man irgendwas Neues versuchen können zu machen. Finde ich. Ja, hier war ich schon, das sind die toten Räuber. Oh, da hinten ist der Skorpionkönig. Wow. So, dieses Geruckel. Wie sie langsam den Berg runterschlittern. Tempelwächter. Hier ist doch gar kein Tempel, oder? Peng! Die gefährlich? Ich meine, er kriegt viel Schaden. Okay. Der zweite Tempelwächter, der einfach keine Ahnung hat, was abgeht. Ich werde niemals rausfinden, ob die gefährlich sind. Okay, jetzt ruckelt es aber richtig ab. Ah! Ist auch nichts zum Looten. Also theoretisch war hier vielleicht mal ein Tempel oder so, aber davon ist nichts mehr übrig. Oh, Krokodile. Hier fühlt es euch wohl, gell? Ist schön warm. Hier scheint aber auch nur eine Oase zu sein, ohne was Spezielles. Oh, schade. Aber den Viechern wird es ein Verhängnis, dass sie so lang sind. Ich treffe sie halt über eine ziemlich große Reichweite. Wie weit bin ich denn jetzt schon wieder drin? Ja, also hier könnte auch noch was sein, ein Lager oder so. Es schaut wieder aus wie Zelte. Oh Gott. Fucking Suncrawler hier sind. Ja.
Die geben aber wenigstens mehr Erfahrung. Also bei denen kann man wenigstens sagen, es lohnt sich, die abzumurksen. Ich bräuchte 4 Schakale, um so viele P zu bekommen, wie die geben. Das sind... Oh, go, 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 go. Noch nicht kommen, ist sehr gut. Es wundert mich zwar, aber es ist gut. Ich muss die auch generell versuchen, einzeln anzulocken. Zu viert, vergiss es. Wer bemerkt mich als erstes? Du rechts, hätte ich gesagt. Hey, jetzt du, da du dich umdrehst. Zum Glück haben die kein Gruppenverhalten. Unfair, der hat die Wand verwendet. Jetzt komm du her. Okay, jetzt will der da oben. Jetzt habe ich beide angelockt. Kann aber trotzdem noch gut ausgehen. I try. Da! 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 Autsch. Ich hätte nicht gleichzeitig zuschlagen sollen. Und Level up. Auch sehr gut. Der sieht aus, als würde er chillen, um ehrlich zu sein. Der ist nicht tot. Der will einfach nur eine schöne Pause haben. Wird er schon wieder dunkel. Wir nähern uns ja zumindest im nächsten Posten, wo es nach Zelten aussieht auf der Karte. Also vielleicht kann ich dann da nochmal pennen gehen. Aber jetzt gucke ich erstmal diese Wand da vorne an. Vielleicht gibt es da wieder einen Eingang. Ja, ich glaube da vorne ist einer. Hallo? Ach, Blutfliegen. Ich loote am Schluss. Ich weiß jetzt nicht, ob dann vielleicht wieder hinterrücks was kommt. Du stirbst jetzt! Oh. Oh. Gut, das war auch wieder eine Höhle aus Sinnloshausen anscheinend. Oder oben ist was, was ich nicht gesehen habe. Ja, war auch wieder ziemlich useless, leider.
Dann würde ich jetzt kurz da hochgucken wollen und dann. Ja, auf der anderen Seite sind ja sogar die eventuellen Zelte, die ich meine. Also muss ich eh rüber. Oben könnte vielleicht auch noch was sein. Ja, das ist jetzt natürlich. Das sieht mir nach ziemlich viel Nichts hier aus, weswegen ich jetzt tatsächlich nicht in diese Richtung weitergehe. Mag da hoch. Habe ich gerade irgendwas gehört? Oh oh. Oh Gott. Ich meine, es ist ja an sich nicht schlimm. Kann ja dann einen Gifthaltrank heilen, aber. Es muss halt nicht sein. Steht hier. Da oben war ich, glaube ich, ne? Bin ich mir nicht sicher, um ehrlich zu sein. Da hinten ist, glaube ich, nochmal eine Höhle. Ah, aber hier war ich. Hier war ich. Das sind tote Schakale. Die Zelte müssen jetzt hier drin sein, aber ums Eck, aber es sind anscheinend keine. Denn es sieht nur auf der Karte so aus. Also hier war ich drin, oder? Oh. Nein. War ich nicht. Ah, okay. Doch, war ich. Ich bin so weit mittlerweile schon zurückgelaufen. Na gut. Dann. Wo haben wir es denn? Kloster, Okara, Braga. Okay. Hier, das ist von Tufail. Was? Das ist... Aber... ich kann mir nicht vorstellen, dass Tufail das Gold alleine aufgetrieben hat. Sei vorsichtig, Reisender. Großzügigkeit kann eine große Schwäche sein. Naja, wirklich großzügig war es eigentlich nicht. Ist Tribut. Gut, ich nehme das Gold. Ich habe mit ihm zusammen die Gegner aufgemischt. Mach hier keinen Ärger, klar? Ich habe Takla erledigt. Dann hast du dir das Kopfgeld verdient. Ich habe mich um Malir gekümmert. Ich verneige mich vor deiner Tapferkeit, Sohn der Gefahr. Nimm dieses Gold als Dank für deine Tat. Danke. Kann ich jetzt Tufail noch mal was sagen diesbezüglich oder ist die Geschichte jetzt um? Kannst du mir was... Ich komme, um dein Tribut zu holen. Bei ihm habe ich noch gar nicht dein Tribut geholt. Ich würde ja bezahlen, Sohn der Nachsicht, aber ich fürchte, mit Gold ist es nicht getan. Ich versprach Zuben meinen Kelch, den Kelch der Wasserhändler. Aber den hast du natürlich nicht mehr. Ich gab ihn Tufail, als er den Tribut eingesammelt hat. Ja gut, dann sollte ich ihn aber haben. Dieser Sohn eines Nichtsnutzes hat ihn sich abnehmen lassen. Ich bitte dich untertänigst, finde den Kelch und bringe ihn nach Falem. Ich habe den Kelch gefunden. Ich bitte dich, bringe ihn nach Falem. Das habe ich schon mal gehört. Bolzen?
Wasser, Flaschen. Ich habe das Spiel gerade buggt. Ja, toll. Ich weiß nicht, wie das jetzt passiert ist, aber ich habe quasi das Menü beendet, linke Maustaste gedrückt, weil ich was machen, also was anklicken wollte, und jetzt ist das Spiel buggt. Also ich komme aus dieser Position nicht mehr raus. Ich drücke jetzt alles, was ich habe, auf der Tastatur und Maus, aber ich kann sogar in Ego-Sicht, aber ich kann mich sogar umdrehen. Ich kann halt nicht mal Escape. Also es ist dead, alte 4. Ach ja. So ist das mit den Piranha Bytes Spielen, so ist das. Ich hatte auch bei Alex einmal einen ganz üblen Bug, da habe ich sogar einen Clip auf meinem Channel davon. Irgendwie beste Cutscene ever oder so heißt der. Da, es ist ganz besonders, was da passiert. Gut. Muss jetzt ein bisschen was nachspielen, aber es ist ja nicht viel. Und ich kann dann alles überspringend wegklicken. So, Braga. Das. Her damit! Ich will lernen, die Hitze zu ertragen. Mache keine überflüssigen Bewegungen. Bewege dich nur so wenig wie notwendig und spare deine Kräfte. Okay, mal übel Wurfen zu helfen. Kann anstrengender absolut sein, übel. Als gegen eine ganze Herde Monster zu kämpfen. Nice. Da habe ich meine Prunkrüstung wieder an. Endlich. Ich komme. Das hatten wir schon. Ich habe den Geld gefunden. Zeig mal deine Ware. Boots. 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 Jetzt nichts klicken, speichern, zurück. So. Ich würde jetzt einfach mal als Test gleich mal die Nomaden umklatschen. Mach hier keinen Ärger, klar? Einfach nur, um zu gucken, ob darauf reagiert wird. Hier, was ist von also von anderen Nomaden. Was? Das ist... Aber... Naja, das hatten wir schon. Ich habe den Kelch der Wasserhändler. Ah, dieser Kelch ist mir einen besonderen Dank wert. Wegen des Tributs? Ja, ich bin einigermaßen zufrieden. Mehr einigermaßen. Ist hier wohl nicht zu holen. Es ist wohl besser, wenn ich bleibe, um die Ruhe zu bewahren. Was dich angeht, ich werde dich in Ishtar empfehlen. Mach weiter so, dann wirst du bald ein Freund der Assassine sein. Danke, Vater der Großzügigkeit. Da du dich als fähig erwiesen hast, werde ich dich in den Künsten der Magie unterweisen. Bei Belia, das werde ich nicht zulassen. Altes. Werde ich dich in den Künsten der Magie unterweisen? Irgendwo im Hintergrund. Bei Belia, das werde ich nicht zulassen. Das hatten wir auch schon. So. Kann ich Diego mitnehmen, um die Nomaden zu klatschen? Auf geht's! Komm mal mit, Diego. Wir klatschen Nomaden. Bin ich mir nicht so sicher. Ich und Diego gegen den Rest der Welt. Ich mach mit ihm, was auch immer mir gefällt. Oh, Leute. Ihr habt euch ja richtig in Stellung begeben. Kann ich nochmal handeln? Nomadenrüstung. Da sind noch mehr von den Biestern. Okay. Ah, da steht er ja. Wie sieht's aus? Seid ihr bereit für den Angriff? Es ist Zeit. Treiben wir die... Okay. Ich hätte halt echt Bock, das zu machen. Ich hätte vielleicht googeln sollen, ob ich das machen kann, den Nomaden zu helfen, statt den Assassinen. Ich hätte echt Bock, den Nomaden zu helfen. Ich lass das mal. Ich lass das mal. Ich schau mal, ob ich das machen kann. Weil ich hätte wirklich Bock, den Nomaden zu helfen, statt den Assassinen. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie juckt es mich voll, das zu machen. Das würde auch mehr zu diesem Triple Agent passen, den ich ja mime. Und von den Assassinen brauche ich halt nichts. Tja, zum Glück habe ich meine Rüstung wieder an, sonst wäre ich jetzt tot.
Da! 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 Macht weniger Schaden, als ich dachte. Oder haben die nur eine Chance, dass sie Feuerschaden machen? I don't know. Mit dem Endeffekt kann ich ja eh machen, was ich will. Ich glaube nicht, dass das Spiel undurchspielbar wird. Selbst wenn ich alle Fraktionen abschlacht, weil es ist ja eigentlich nur Xardas wichtig. Glaube ich. Sollte ich vielleicht noch dazu sagen. Bin mir nämlich nicht sicher. Lieber voll. Gott, bin ich froh, wieder meine Rüstung anzuhaben. Weil ich habe die halt einfach nicht umsonst gekauft. Bennerei kommt vor Lago tatsächlich. Ich bin gerade überlegen, ob ich hier kurz einen... Komm, ich mach kurz einen Abstecher nach rechts zu dieser... Oase oder was das ist da vorne. Da vorne ist ja sowieso Suncrawlerhausen. Alter, das ist abartig. Als ich da das erste Mal war, dachte ich mir, what the fuck? Da hat sich irgendein Entwickler einen Spaß erlaubt. Der hockt jetzt kichernd im Headquarter. Es klingt vielleicht echt dumm, aber irgendwie freue ich mich auf Götterdämmerung. Einfach weil es so ein Schwachsinn wird. So ein dermaßener Schwachsinn. Ja, da war mein Bildschirm gerade schwarz und ich habe nicht mehr gesehen, was abgeht. Aber ich hatte auch kein volles Leben, das war dumm. Schon, dass es so endet. Ich wollte jetzt aber nicht immer bei dem letzten Millimeter dann doch noch wegrennen und mich heilen. Das ist halt irgendwie auch... Weiß ich nicht. Schade. Hätte ich die jetzt noch getroffen, dann hätte das sehr viel Schönes gehabt gerade. Da ist eine Eidechse mitten im Wasser. Peng! Gotcha!
Also lustigerweise war dem Varant in Odyssee mehr zu entdecken. So böse es klingt. Aber dafür, wie viel ich hier erforscht habe, bisher, habe ich schon relativ viele schwere Truhen gefunden. Ich glaube zwei sicher, aber bei vielleicht sogar drei, ich weiß gar nicht mehr genau. Aber zwei sicher. Einmal war der Bogen drin, einmal der Erzzweihänder. Okay, wow. Da! 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 Autschi. Ich habe jetzt halt 15 Lernpunkte nochmal investieren müssen für das Hitzeding, ne? Es dauert jetzt dann doch nochmal ein bisschen, bis ich genug habe, um an mehr Stärke zu kommen. Aber gut. Das finde ich fair, dass ich noch ein bisschen brauche, um meine stärksten Waffen anzuziehen. Da. Weil ich weiß ja noch nicht einmal, wo ich große Waffen 3 herbekomme. Wahrscheinlich in Nordmar oder von... Da. In Faring von den Orks. Von dem Anführer. Das kann ich mir noch vorstellen. Zombies. Cool, dass ihr ein Lager habt, Jungs. Nightmare on Elm Street. Ja. Ja. Dass man diese Schwerter nicht looten kann, die Skelette manchmal haben, ist echt schade. Weil die sehen echt cool aus. Vor allem das von vorhin. Was auch so groß war. Das sah mega cool aus. Drum. Okay. So, auf nach St. Trollerhausen. Das stimmt doch mit der Reichweite, auf die ich Gegner entdecke, nicht, oder? Das ist echt schlimm gerade. Schöne an denen ist, die kann ich nicht looten. Das heißt, ich muss hier nicht darauf achten, dass ich die Leichen einsammle. Da! 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 Sehr Suncrawler, okay. Ja. Oh.
geht halt super gegen die. Also das sind so echt mit die schwächsten Viecher. Selbst in dieser Masse. Und es gibt halt echt fucking viele Pedi, alle umzubringen. Das brauche ich genau 77... Boah. Ich brauche genau 770.000. Krass. Ah! Truhe. Schwere Truhe. Nein, alte. Okay. Und die haben hier alle drin gelebt, bevor sie alle rausgekommen sind, ja? War kuschelig warm hier drin. Trank der Jagd. Okay, das ist an sich krass, dass das hier drin ist, dass du es nicht kaufen musst, aber bringt mir jetzt natürlich nichts, das Teil. Ich werde jetzt mal nicht bis zum nächsten Tag pennen, sondern einfach direkt mit den Leuten reden. Nun, kann ich ja danach bist machen. Bist du auch dem Ruf des Goldes gefolgt? Ich bin Vasco, Verwalter von Benerai. Was macht ein Verwalter so? Verwalten. Och, ich zähle das Gold, organisiere die Wachen, kümmere mich um die Sklaven, halt um alles, was anliegt. Hast du Arbeit für mich? Vom Westen her kommen immer wieder Crawler. In letzter Zeit trauen sich die Biester ziemlich nah an uns ran. Zu nah. Ein paar Sklaven haben sie schon aufgefressen. Ich will, dass du sie erledigst. Vor allem diese zähen Mistviecher. Die müssen irgendwo ein Nest haben. Dann. Die Crawler sind Geschichte. Hast du das ganze Nest ausgeräuchert? Naja, ich habe alles platt gemacht, was da so rumlief. Na gut, hier ist dein Lohn. Danke. 300 Gold. Dafür, dass sich so viele Crawler umgebracht hat. Geht's eigentlich noch? Jeder ist seines Glückes Schmied. Verschwinde! Also darf ich hier auch nicht looten? Hey! Ja, tatsächlich nicht. Ich hab gesagt, du sollst gehen! Hey, das hat tatsächlich eine Zugehörigkeit, dieses eine Zelt. Aber nur dieses eine Zelt, die Hütte hier auch schon wieder nicht. Bescheuert. Sancho. Ich bin Sancho. Ich kann keine weitere Wache gebrauchen und wie ein Sklave siehst du nicht aus. Also, was willst du? Hast du Arbeit für mich? Ich bezahle schon genug Leute dafür, dass sie sich die Beine in den Bauch stehen. Aber wenn du richtige Arbeit willst, dann habe ich was für dich. Was hast du für mich zu tun? Ich habe schon länger nichts mehr von unserem Stollen aus Lago gehört. Fabios Goldlieferungen bleiben aus. Irgendwas stimmt nicht. Geh mal nach Lago und sieh dich dort mal um. Hast du noch was anderes für mich zu tun? Ja, durchaus. Ich mache mir Sorgen um meine Männer. Die Nähe zum Gold macht irgendwann jeden schwach. Also sprich mit ihnen und spitze dabei die Ohren. Wenn sich jemand verdächtig macht, dann erzähl es mir. Wo ist Lago? Lago liegt nordöstlich von hier. Es sind nur ein paar Hütten an der Küste. Selbst die Bezeichnung kleines Dorf ist unpassend. Aber wenigstens haben sie dort einen Stollen.
von dem ich kein Gold mehr bekomme. Verdammt nochmal! Ich hab's kapiert. Ich werde das in Angriff nehmen. Willkommen in Ben Erai. Du bist bestimmt nicht gekommen, um dir den Buckel krumm zu schuften, richtig? Naja. Mann, diese Stadt ist eine Schatztruhe. Aber ebenso gut bewacht. Wenn du ein bisschen über Gold quatschen willst, dann bring welches mit. Du Stinke! Ich find's aber gut, wie sie ausholen und bevor sie mich schlagen, ich lade. Reden wir ein bisschen. Gut. Pass auf, es gibt drei Wege, an das Gold zu kommen. Entweder du schwingst die Hacke, du legst dich mit dem ganzen Ort an, oder du machst es leise. Was ist, wenn ich die Hacke schwingen will? Dann bist du bescheuerter, als ich dachte. Hey. Zuerst musst du dir nämlich den Zutritt zu den Stollen verdienen. Aber hey, wenn du das brauchst willst, eine rote Steintafel ich habe dafür. Noch eine Spitzhacke, die kann ich dir verkaufen. Was genau meinst du mit leise? Du musst ein geschickter Mann sein. Am besten wartest du, bis alle schlafen. Ich kann dir zeigen, wie du an die Truhen rankommst, aber das kostet dich was. Was ist, wenn ich mich mit dem ganzen Ort anlegen will? Du bist ein kräftiger Kerl und ich habe auch einiges drauf. Außerdem kenne ich ein paar der Sklaven. Die kämpfen garantiert mit uns zusammen. Aber du solltest vorbereitet sein. Also sieh dich mal eine Weile um und verschaffe dir einen Überblick. Also ich denke mal, ihn kann ich schon direkt verpfeifen. Was ist dein Job hier? Ich habe genauso angefangen wie du. Allerdings schon vor recht langer Zeit. Eine Zeit lang bin ich durch die Arenen gezogen. Aber das war nichts für mich. Jetzt passe ich hier auf. Das ist zwar nicht besonders ertragreich, aber ich krieg eine Menge mit. Bring mir was über das Diebeshandwerk bei. Brauche ich nicht. Deine blöde Spitzhacke kannst du auch behalten. So, wen haben wir noch? Da geht's hoch. Mhm. Eine große Truhe, so. Okay, das war's aber auch schon. Das ist wahrscheinlich mit unter anderem mit dem leisen Weg gemeint. Das war ein interessanter Move gerade von meinem Charakter. Halt! Hier sind einige wertvolle Sachen verschwunden. Weißt du etwas darüber? Nein. Wir beobachten dich. Okay, hier darf ich anscheinend nicht alles klauen. Jeder ist seines Glückes Schmied. Hier steht was über Alchemie. Ja, danke. Bringt mir nichts mehr. Okidoki. Dann war's das aber für die heutige Folge schon wieder. Bevor ich den Zorn Skywalkers auf mich ziehe, werde ich die Folge jetzt beenden. Und wir hören, schreiben, sehen, was auch immer uns beim nächsten Mal. Bis dahin.